Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 Barbarossa, dem neuen Mega-Riesen-DLC für mein Wargame des Jahres 2019. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Ja, wir haben die letzte Runde abgeschlossen und was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist die Beendigung des Zuges und damit die Ausführung des russischen Zuges. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was passiert. Schauen wir uns das mal an. Rundenende Änderung. Wir haben noch LKWs verfügbar. Ein Feature, das ich wirklich sehr begrüße. Ich vergesse oft solche Sachen. Aber in dem Fall habe ich es mit Absicht gemacht. Passt also. Schauen wir mal. Ach. Das war jetzt aber ein, starker Angriff. Ach du liebe Zeit, ich hätte doch mal lieber aufklären sollen. Zwei große Panzerverbände hier. Nicht schlecht. Tja, kein Grund, das Szenario neu zu starten. Gucken wir mal. Die beiden Einheiten hier hatte ich ja überversorgt, das heißt, die sind noch kampfbereit. Ich kann momentan aber natürlich keine Versorgung herstellen. Das müssen wir jetzt als allererstes machen. Puh, die Panzertruppen haben einiges eingesteckt hier. Schauen wir jetzt erstmal mit der Heeresgruppe Nord, ob wir hier was ausrichten können. 0 zu 2 gegen die Panzer ist doch schon mal nicht verkehrt. Frage ist, schauen wir uns nochmal die Ziele an. Kaunas bis Runde 4, Lipjana bis Runde 6. Das sollte doch eigentlich ganz gut klappen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal versuchen, mit Teilen der Heeresgruppe Nord. Ne, wisst ihr was? Wir klären jetzt erstmal auf. Wir haben noch zwei Aufklärungsflieger. Brauche ich die? Brauche ich sie nicht? Wenn das Spiel historisch ist, und das Spiel kann ich jetzt schon mal sagen, ist nicht nur historisch angehaucht, sondern die Einheitenzusammenstellungen, die Divisionen, die hier teilnehmen, die Aufstellungen sind historisch soweit korrekt. Müsste bedeuten, dass hier im Kurland nicht unbedingt allzu viele Einheiten sind. Wir haben eher mit mechanisierten Kräften aus dem Raum Riga und Düneburg zu kämpfen. Deswegen, wenn wir aufklären, eher hier in den Norden hoch. Trotzdem, Heeresgruppe Nord, wen haben wir? Die sind hier eingekreist mit diesem weißen Kringel. Gut, die Einheit werden wir hier benutzen. Ah, nicht schlecht, die sind ganz schön eingekesselt. Die sind ganz schön stark, genau, obwohl... Ich hab mich vertan, das ist keine Artillerie. Das sind Sturmgeschütze. Deswegen sind die hier auch so stark im Angriff gegen die Panzer. Ja, das ist gut. Machen wir das doch. Hui, das war jetzt nicht so erfolgreich wie erhofft. Machen wir nochmal Heeresgruppe Nord. Hier mit der Artilleriestellung. Artillerie, müsst ihr wissen, ist hier gezogen. Das ist gezogene Artillerie. Das bedeutet, die Einheit kann nur Artillerie mitverwenden, wenn die Einheit schon gestanden ist. Die muss also quasi erstmal abgeprotzt, aufgebaut werden. Kann also, wenn ich sie irgendwo hinziehe, erst in der nächsten Runde eingesetzt werden. Im Gegensatz zur mobilen Artillerie, selbstfahrende Haubitzen, die können mit Panzern zum Beispiel mitziehen und sofort schießen, wenn sie irgendwo hinkommen. Es ist die Frage, wen greifen wir jetzt hier zuerst an? Ich würde sagen, wir sind Heeresgruppe Nord. Wir nehmen hier noch die Einheit, schauen, dass wir die Kontrollzone verringern. Kontrollzone ist weg. Die russischen Einheiten sind übrigens hier auch ohne Nachschub für eine Runde. Das heißt, jeglichen Schaden, den ich momentan zufüge, beziehungsweise Unterdrückung. Ihr seht hier die Stärkepunkte nochmal zur Erklärung für Leute, die neu mit reingekommen sind zu Unity of Command 2. Die Punkte unten sind die Stärkepunkte. Und das Ganze gibt es auch in einer Form, dass die, sehen wir es jetzt hier irgendwo? Ah ja, hier bei unserer ersten Panzerdivision ist einer dieser Stärkepunkte quasi leer. Das bedeutet, die Einheiten sind noch da oder im Prinzip ist es ja sowas wie Mannstärke, Panzer und dergleichen mehr. Die können bloß für diese Runde nicht mehr kämpfen oder verteidigen. Die haben quasi schon gekämpft und haben verteidigt. Das heißt, momentan ist effektiv die Kampfstärke bloß bei 3 und nicht bei 4. Hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Gut, wie kriegen wir denn jetzt die hier weg? Die haben bestimmt einen Nicht-Rückzugsbefehl. Habe ich hier noch Einheiten von der Heeresgruppe Nord, die wir dafür verwenden könnten? Kann ich die zurückziehen? Ja, die könnte ich zurückziehen. Das heißt, eine Einheit, die bis hierher vorstoßen könnte, wäre nicht schlecht. Haben aber nicht. Dann müssen wir das mit unseren Panzern erledigen. Hier ist der Nachschub ebenfalls unterbrochen. 1 zu 1 haben wir hier.
die 8-8 Flak, die sie dabei haben, dieses Zeichen, sind Unterstützungseinheiten, die man mitnehmen kann. Das sind sowas wie spezielle Eigenschaften. In dem Fall sind es Bataillone, die angehängt werden, die einige Werte verändern. Hier, die Flak ist vor allem in der Verteidigung gut. Wer sich auskennt mit Einheiten im Zweiten Weltkrieg, Flak, klar, Flugabwehrkanone, wurde aber vor allem und speziell im Osten auch gegen gepanzerte Kräfte eingesetzt. Ich darf jetzt hier nichts übereilen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, bis Lipjana noch eine zweite Einheit mit hochzunehmen. 1:1 hätten wir da, ebenfalls 1:1. Würde ich fast vorschlagen, wir schauen, dass wir hier mit weiteren Kräften noch hier nach Norden vorstoßen können. Muss man natürlich aufpassen, dass uns hier die Russen und Achtung, nicht vergessen, Alex, denn ich habe es natürlich klassischerweise schon wieder vergessen, meine Luftunterstützung, aber momentan kann ich die nicht wirklich gebrauchen. Frage ist jetzt hier auch, Heeresgruppe Nord, sind schon noch einige Einheiten da, wie weit komme ich denn mit den Einheiten hier rüber? Relativ gut, okay. Das bedeutet, wir können diese Einheit noch einsetzen. 2:0. Ja, die müssen wir jetzt hier in Wäldern vom Nachschub getrennt lassen. Umso länger die ohne Nachschub sind, umso schlechter können sie verteidigen. Es macht jetzt hier keinen Sinn, sinnlos Männer zu opfern. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch vorwärts kommen. Nee, aber das macht hier keinen Sinn. Wir schauen lieber, dass wir hier ein bisschen... Jetzt überlegen wir gerade, ich komme bis hier mit der Einheit. Ich muss hier aufpassen, dass mein... da muss ich aufpassen. Dass die mir nicht mein Nachschubdepot einnehmen. Sagt sich so einfach. Ja. Die Einheit hier bindet mir jetzt tatsächlich zu viele von meinen Einheiten. Das ist eine vertrackte Situation. Schauen wir uns das mal an. Aber ich möchte eigentlich keinen 2:0 Kampf führen. Müsste soweit eigentlich ganz gut in Ordnung sein. Hoppala. So. Warum setze ich meine Flugzeuge hier nicht ein? Ich zeige es euch mal. -2. Der Effekt hier, klar, die sind einmal eingegraben. Zweitens sind sie im Wald, Infanterie in Wäldern. Keine gute Idee. Zumal ich keine eigene Artillerie dabei habe. Das heißt, den Luftangriff brechen wir jetzt hier ab und schauen jetzt erstmal da, wo es ein bisschen einfacher ist, jedenfalls vornehmlich hier Richtung Kaunas. Kaunas bis Runde 4, wir sind in Runde 2, haben also noch ein bisschen Zeit. 0:2. Die Einheit hier hat immer noch Nachschub. Wäre mir abschneiden. Auf der anderen Seite habe ich hier Artillerie. 1:1 ist natürlich verlockend, aber ich habe es eilig. Frage ist, ob der Nachschub dann immer noch durchkommt. Schauen wir uns mal nach. Nee. Man könnte jetzt hier sehen, diese Einheit ist dann vom Nachschub abgeschnitten. Das heißt, es passt soweit. Rauskommen tun sie ja auch nicht. Wir müssen also hier zumindest auf alle Fälle absichern. Kommen wir mit unserer Sicherungsdivision dahin? Leider nicht. Schade, schade. Und hier Richtung Kaunas werden wir uns wohl durchschlagen müssen. Die Artillerie 0:3, die hilft sehr. Ja, ich kann mir hier vorziehen, ich muss bloß aufpassen, meine Nachschubwege zu sichern. Das ist das A und O bei dem Spiel. 1:1 gegen die ebenfalls 1:1. Ja. Das machen wir. Schauen wir mal. Wir haben auch noch gewisse Spezialfähigkeiten, bzw. Spezialangriffe. Wir haben einen Scheinangriff, sorgt für einen unterdrückt. Das heißt, es würde hier einen unterdrückten Stärkepunkt bei der Panzereinheit sorgen. Bringt uns nicht so viel. Sicherer wäre es, wenn wir die abschneiden würden. 0:1. Das ist gut. Die Einheit ist weg.
Schauen wir mal, 1 zu 1. Na gut. Ich muss ja irgendwie Verluste zufügen. Zieh mal eine von hinten nach. Die ist relativ stark. Ebenfalls 1 zu 1. Unterziehen sich zurück, das ist schon mal gut. Dann muss ich hier aufpassen, dass die Einheit hier mir nicht meinen Nachschubweg zerstört. Die Frage ist, kommen die durch die Kontrollzone durch? Es ist für mich immer so eine große Frage mit den Kontrollzonen. Da liege ich oft falsch. Selten richtig. Ändert nichts daran. Das wird schon klappen. Angreifen tue ich die nicht. Sichern wir mal das Nachschublager hier. Und mit der 281. Sicherheitseinheit rückt man dann nach Norden noch vor. Das hebe ich mir jetzt aber erstmal noch auf. Ne, die Angriffe führen wir nicht. Und ich glaube, der kommt hier nicht durch die Kontrollzone. Sollte jedenfalls der Fall sein. Gut, überprüfen das alles nochmal. Passt. Haben wir zumindest einen Teilerfolg erzielt. Dann die 30. Infanteriedivision gehört auch noch zur 16. Armee hier unten im Süden. Und ja, hier gibt es keine 16. Armee, ist alles zusammengefasst unter der Heeresgruppe Nord. Aber ich habe es ehrlich gesagt durch War on the East 2 mir gerade verinnerlicht, da spiele ich ein ähnliches Szenario. Die Panzer hier. Wisst ihr was, die 30. Infanteriedivision hebe ich mir jetzt noch auf. Ob ich damit jetzt den Übergang hier über den Fluss sichere, gegen die russische Panzereinheit, oder ob ich die nach Kaunas vorrücken lasse, entscheide ich tatsächlich jetzt erst, wenn ich mit meiner 4. Panzergruppe vorgestoßen bin. Wichtig jetzt für uns hier ist erstmal die Versorgung wiederherzustellen. Das heißt, wir müssen diese Einheiten hier rausbekommen. 0 zu 2. Ich könnte natürlich aber auch hier vorrücken. Was schon mal nicht verkehrt wäre. Und wir können natürlich unsere Bomber noch einsetzen. Fliegende Artillerie erzeugt hohe Unterdrückung bei der anvisierten Einheit. Auch da bin ich tatsächlich noch... Ich glaube, es ist immer noch besser, die Einheit für später, wenn sich hier oben die Russen hier irgendwann noch eingraben. Oder macht es jetzt Sinn? Wir schauen mal. Wir gucken mal, ob wir die Einheit hier rausbekommen. Die russische Einheit, also normale Bombenangriffe müssen wir machen. Wir nehmen... Die Einheit muss weg. Das hat doch schon mal gut geklappt. Heeresgruppe Nord, haben wir noch Einheiten hier, die angreifen können? Nee, jedenfalls nicht bis da hoch. Das heißt, wir müssen jetzt hier doch Einheiten der 4. Panzergruppe nehmen. Ah, die sind noch von der Heeresgruppe Nord. Ja, das ist gut. Nehmen wir die mit. Zerschlagen hier die Panzer. Zumindest fast. Ah, ich komme nicht ran. Schade. Dann haben wir hier die russische Einheit gekesselt. Wir rücken mal vor. 0 zu 2. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass uns die hier nicht in die Flanke fallen. Hätte ich den Fluss ein bisschen besser absichern müssen. Das wäre auf alle Fälle interessanter gewesen. Aber Verbindung ist wieder hergestellt. Wir müssen sie bloß noch absichern. Frage ist, ob ich noch Einheiten habe, mit denen ich das machen kann. Sehe ich hier unsere motorisierten Einheiten. Naja, ziehen wir die mal da hoch. Die Panzer mal weg. Und dann gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht müssen wir ja aufklären. Auch die Einheit lasse ich mir jetzt noch offen. Und ja, ich weiß, es wirkt immer ein bisschen zerfasert, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich andere Teile der Heeresgruppe, Gruppe 4 schlagen. Deswegen lasse ich mir hier die Bewegungspunkte noch frei, um dann zu sehen, in welche Richtung tatsächlich noch irgendwelche Aktionen nötig sind. Die können zur Heeresgruppe Nord, das ist gut. Das heißt, mit wem greifen 1 zu 1, wäre es hier 0 zu 2. Die Einheit würde ich natürlich gerne hochziehen. Wisst ihr was, wir können mit der Einheit, ja, so machen wir das. Wir nehmen die 30. Infanteriedivision zum Absichern der Brücke. Und die motorisierte Einheit führen wir jetzt hier nach Norden. Wichtig wird jetzt auch werden, dass wir mit unserer 6. Panzer... Kann ich die überversorgen? Out of range bin ich da. Ach du Scheiße.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und zwar erst jetzt. Das Hauptquartier der 4. Panzergruppe ist weg. Oh, wow, wow. Das macht's natürlich jetzt. Puh. Fällt mir aber spät auf. Die ist weg. Ach du Scheibenkleister. Das ist übel. Na gut. Wo forcieren wir jetzt den Übergang? Und so wie es aussieht, werde ich meine Einheiten doch auch nach Riga aufsplitten müssen. Das heißt, eine Panzergruppe muss nach Riga, eine Panzerdivision und zwei Panzerdivisionen Richtung Dünaburg. Ach du Scheiße. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Die müsste aber wieder zurückkommen. Krass. Versorgungstechnisch wird es jetzt hier alles nicht so einfach. Ich bin schockiert. Zu 2. Die Frage ist, ist es jetzt interessant, die KV-1 Panzerdivision hier zu vernichten oder rück ich Richtung Riga vor? Ich rück Richtung Riga vor. Jetzt erst recht. Schon was gucken, dass wir hier noch irgendwie mit der Panzereinheit hier absichern, wird natürlich schwierig. Aber ich denke mal, das muss ich machen. Wobei, hier geht's eigentlich noch. Ich bin im Fluss einigermaßen gesichert. Ja. Tatsächlich weiß ich von der Spielmechanik jetzt her nicht, ob das Hauptquartier wieder zurückkommt. Ich glaube schon. Nur sicher bin ich mir eben nicht. Kommen wir jetzt hier noch mit irgendeiner Einheit hin, um hier drüben die Russen hier wegzumachen? Nee, sieht nicht so aus. Führungsdivision nach Norden. Die haben wir verlegt. Die haben wir gemacht. Huiuiui. So, jetzt muss ich mich wieder fangen. So, die Einheit kann hier nicht durchbrechen. Die können wir nicht mehr bewegen. Die können wir nicht mehr bewegen. Hier haben wir alles getan, was zu tun ist. Da müssen wir vielleicht mal schauen. 2 zu 1 gefällt mir nicht. Die sind aber vom Nachschub abgeschnitten. Warum sind die vom Nachschub abgeschnitten? Ah! Deswegen. Der Nachschub fließt nämlich hier aus Xiaoliai rüber über die Eisenbahn hier rüber. Das heißt, ich muss schauen, dass ich hier sichere. Das wird bloß nicht ganz klappen, befürchte ich. Da werde ich auf den Deckel bekommen. Auf der anderen Seite muss ich vielleicht. Na gut, es ist dann eine Runde. Nee, ich gehe auf Nummer sicher. Da bin ich zumindest nicht von zwei Seiten angreifbar. Hier muss ich aufpassen, dass die Panzer nicht komplett durchbrechen. Also sie können eh nur einmal übersetzen über den Fluss. Das bedeutet, wir den Angriff werden wir auch nicht fahren. Die Einheit habe ich schlecht hingestellt. Ne, wisst ihr was, wir müssen jetzt mal gucken. Ah, da ist ja das Hauptquartier. Sehr gut. Weit hinten. Was jammer ich denn rum? Versorgen können wir keinen, das heißt, wir müssen die jetzt erstmal nachziehen. Wird eine Weile dauern, bis wir danach kommen.
Ich frage mich tatsächlich mit der 291. Infanteriedivision, ob wir jetzt hier noch den Angriff starten oder nicht. Aber es macht keinen Sinn. Scheinangriff bringt uns nichts. Wisst ihr was? Bringt nichts. Gibt bloß Verluste, die wir nicht mehr abfedern können. Aber hier muss ich noch sichern. Ja. Machen wir das. Auch wenn die Einheit vielleicht dann hier raus kann. Machen wir unser Nachschubnetzwerk. Wie versorge ich meine Einheiten? Ich muss dringend hier die Bahnlinie, ich muss dringend Kaunas einnehmen. Kaunas bis Runde 4, wir sind Runde 2, das ist noch soweit in Ordnung. Nachschub wird schwierig. Wo können wir noch was, wo können wir noch LKWs hinsetzen, die uns was bringen? Eigentlich nirgends. Können wir gucken, was passiert, wenn ich die hier verstärke. Bis in Norden hoch komme ich nicht. Ein LKW ist auch echt wenig, muss man wirklich sagen. Ist die Frage, welche Einheiten versorge ich jetzt zuerst? Und wieder habe ich vergessen, auf die Straßen zu schauen. Da war es, die Einheiten hier oben sind mir jetzt tatsächlich momentan erstmal nicht so wichtig. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wichtiger ist es jetzt erst, dass wir hier im mittleren Sektor einigermaßen Versorgung herstellen. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht eins der Versorgungspunkte hier wegnehmen können. Ja, den können wir wegnehmen. Der steht uns dann in der nächsten Runde zur Verfügung. Und auch hier ist die Versorgungslage suboptimal. Warum werden die eigentlich versorgt hier? Sehen wir dann. Haben wir alles Wichtige gemacht? Ja. Das wird spannend. Das wird auf alle Fälle ein heißer Ritt. Und die Reaktionen der Russen sehen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr mit reinschaut. Und tja, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust zu erleben, ob ich das vierte Panzergruppendesaster wieder umbiegen kann. Wir werden sehen. Nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische. Jetzt habe ich meinen Spruch vergessen. Seht ihr? Entscheidungen auf den Schlachtfeldern. Mensch, sowas. Bis zum nächsten Mal.